Robert, du warst 17 Jahre lang mein Trainer. Seit 11 Jahren arbeiten wir Seite an Seite. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich dein Schüler war, hast du mich immer gern bloßgestellt in der Halle. Hast die Schüler angeschrien teilweise. Heute erlebe ich dich da ganz anders im Umgang mit den Schülern. Wie kam es zu dieser Metamorphose? Also erstmal sorry dafür. Ja, das wird nicht wieder vorkommen. Nicht so schlimm, hat mir nicht so geschadet. Also das Ganze ist erstmal einigen Leuten aus meinem Umfeld zu verdanken, also unter anderem natürlich dir als mein Kollege, der mich manchmal hart kritisiert hat und schonungslos. Ja. Und ich habe dann irgendwann mal gelernt, dass man Kritik annehmen sollte und mindestens drüber nachdenken. Meine Kinder haben mir unheimlich gutes Feedback gegeben, also wie brutal und grausam ich teilweise als Coach war. Und ich verdanke es einem totalen Zufall, dass ich hier einmal im Winter vor einigen Jahren, ich glaube so 7, 8 Jahre her, einen meiner Schüler, Erkan, habe spielen sehen, der seinem Gegner, also in technischen und körperlichen Belangen, haushoch überlegen war, aber leider das Spiel 6-2, 6-3 verloren hat, weil er nämlich alle Punkte gemacht hat, oder fast alle, nämlich ein paar für sich und viel mehr für den Gegner. Der Gegner war nicht so gut ausgebildet. Der Gegner, der hat einfach nur die Bälle reingeschoben, sagen wir mal so, ja, also unauffällig. Und da bin ich dann ziemlich frustriert nach Hause gefahren und habe gedacht, was zum Teufel kann ich tun, damit der Junge sein Potenzial und seine Schläge auszuschöpfen, sinnvoll anzuwenden, gewinnbringend anzuwenden. Und ich habe meinen Laptop aufgeklappt, bin ins Internet gegangen und habe gegoogelt nach Tennistaktikübungen und Büchern über Tennistaktiken. Das Erstaunliche war, es gab nicht ein Buch in deutscher Sprache über Tennistaktik. Und es gab keine Übung. Es gab vielleicht 20, 30, 40 Bücher über Tennistechnik, aber nicht eines über Tennistaktik. Ich habe dann an diesem Tag zufällig 3 Bücher in englischer Sprache gefunden. Also eins war von der LTA, Women's Tennis Tactics, eins war von der USTA, Tennis Tactics, und eins war von Nick Saviano, Maximum Tennis. Das waren die einzigen Materialien, die ich zum Thema Tennistaktik finden konnte. Dann habe ich mir natürlich diese Bücher gleich bestellt und dann noch etliche mehr. Also ich glaube, an dem Tag habe ich einen Kaufrausch gehabt und habe, keine Ahnung, 8 Bücher gekauft. Ja. So kennen wir dich. Ja. Und das Ganze hat dann so wie eine Lawine in Gang gesetzt. Also das waren dann diese Bücher, da gab es eine Querverzweigung zu anderen Büchern, zu Internetseiten. Da gibt es einen super Coach in Kanada, Wayne Elderton, der da eine Seite hat, kann ich jedem empfehlen, acecoach.com, wo auch unglaublich viel wertvolle Informationen zu finden sind. Und seitdem bin ich wie auf einer Reise. Also ich bin ständig am Lesen, gucke auf die ITF macht super Arbeit, auf ihrer Seite iCoach.com. Und ja, das war eigentlich der Grund, warum ich mein Lehren und Lernen komplett umgestellt habe. Als ich diese ersten Informationen aufgenommen habe, habe ich gedacht, mein Gott, wie konntest du so dumm sein, 25 Jahre deiner Trainertätigkeit das alles zu übersehen? Also es ist eigentlich unglaublich. Und ich sag mal, ich hatte teilweise Leute, die mich kritisiert haben, aber ich habe die Kritik einfach abfallen lassen. Das ist nicht hören, oder? Ich habe Erfolg. Ja? Ich habe Spieler in die Weltrangliste gebracht, in die Top 100 gebracht. Und wenn du Erfolg hast, dann denkst du, also Kritik wäre sowas wie eine Majestätsbeleidigung. Also heute sehe ich das anders.